Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Tennis Aces am uralten Schrein bzw. Altar. Und ich wollte ein bisschen trainieren, habe ich aber nicht gemacht. Mir fehlte einfach die Muße dazu, ist aber nicht so wichtig. Bisher kommen wir sehr gut voran hier im Wald. Und jetzt schauen wir mal. Hier sind wir ja schon tief im Wald drin. Ob wir wohl auch schon in der Nähe eines Machtsteins sind? Ganz ehrlich, Mario, ich finde es hier richtig gruselig. Zum Glück bist du dabei. Da fühle ich mich gleich etwas besser. Okay. Was wird uns hier erwarten? Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss des Piranha-Pflanzenwalds. Das Waldmonster, also unser erster Bosskampf. Wow. Okay, Mutant Tyrannia sollte uns ja bekannt sein. Hatte seinen ersten Auftritt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, in Super Mario Sunshine. Und auch hier treibt er sein Unwesen als erster Tennisboss. Und wir haben gerade die ersten 5 Sekunden Zeit gefressen. Wenn wir den Tennisball nicht treffen, verlieren wir also Zeit. Innerhalb des Zeitlimits müssen wir diesen Boss besiegen. Wenn wir das nicht schaffen würden, hätten wir quasi verloren. Und wären quasi down gegangen und jetzt landen wir den ersten Hit. Und noch 2 Herzen. Wir müssen also erstmal diese Leiste da oben rechts auf 0 bringen. Und dann können wir mit einem gezielten Hieb, wow, jeweils ein Herz abziehen. Und hier sollten wir möglichst ausweichen, diesen Tornados. Von denen getroffen würden wir auch wieder ein bisschen an Zeit verlieren. Und Zeit ist in diesen Bosskämpfen sehr wichtig. Geblockt. Ja, es ist sehr wichtig, wenn wir nicht richtig blocken. Wir haben es ja erklärt bekommen. Dann würden wir nach ein paar Fehlschlägen unseren Tennisschläger verlieren, weil er zerbrechen würde. Das war wieder nicht gut. So, boah, das war ein richtig guter Schlag. Den konnte ich so schnell nicht bekommen. Und bam. So. Und jetzt Hit Nummer 2. Und ein einziges Herz bleibt noch und wir haben noch 204 Sekunden Zeit. Okay, die nächsten Tornados. Ja, auch auf Bewegungsgeschick kommt es hier an. Nicht nur auf Tennisbälle treffen. Wow, Alter. Hä? Wie soll ich den denn ausweichen, den letzten? Das habe ich jetzt nicht gescheckt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Naja, wir haben noch genug Zeit. Das müsste eigentlich genügen. Im Normalfall. Ah, aufpassen. Ja, wir haben es noch geblockt. Und das ohne Superzeitlupe. Und das war zu früh. Und jetzt seht ihr, wie hier unsere grüne Leiste abnimmt. Wenn die auf 0 ist, wie gesagt, dann zerbricht unser Tennisschläger. Aber einen haben wir noch zur Reserve. Alter. Jetzt macht er hier Volldampf und tatsächlich ist unser Tennisschläger zerbrochen. Okay. Jetzt keinen Fehler machen. Okay. Und bam! Und Mutant Tyrannia ist Geschichte. Wir haben es geschafft. War schon relativ knapp. Und jetzt also gehört die Kiste bzw. deren Inhalt uns. Und auch noch ein Level-Up, den wir sehr gern mitnehmen und das Lauftempo von uns hat sich erhöht. Nice, nice Sache auf jeden Fall. Du hast es geschafft, Mario. Du hast diesen großen, bösen Boss besiegt. Du hast den ersten Machtstein erhalten. Der erste von 5, liebe Freunde. Das also ist ein Machtstein. Puh, die schreckliche Macht, die davon ausgeht, kann man richtig spüren. Da kriegt man ja eine richtige Gänsehaut.
Beeilen wir uns, um so schnell wie möglich die anderen 4 Machtsteine zu finden. Persönlicher Platz Piranha-Pflanzen im Wald jetzt bei Mehrspielerpartien und im Realmodus verfügbar. Schön zu wissen. Gut, jetzt also auf in Richtung zweiter Machtstein, wie gesagt. Und zwar im Propellerschiff, wie es ausschaut. Angeblich soll sich auf einer Klippe gegenüber von hier eine alte Villa befinden. Klingt cool. Es kann gut sein, dass der zweite Machtstein sich dort befindet. Es gibt nur ein Problem. Ohne seetüchtiges Schiff kommen wir da nicht hin. Und ein Toad ist kein Boot. Wer hätte das gedacht? Fragen wir doch einfach mal bei einem Schiff, das da liegt, ob wir mitfahren können. Was wollt denn ihr hier? Wir haben heute schon genug Leute herumgeschippert. Jetzt ist Feierabend. Ebenso einen schönen guten Tag. Entschuldigung, aber wir müssten dringend übersetzen. Noch eine einzige Überfahrt. Wäre das nicht drin? So, so, drüben steht wohl eine wichtige Party an. Habe ich nicht recht? So in etwa. Hört zu, ich könnte euch schon rüberfahren. Mir ist eher ein bisschen langweilig, aber nur, wenn ihr mich in einem Tennismatch mit 2 Gewinnsätzen schlagt. Das klingt nach einer Herausforderung. Aber wo? Oh, sieh mal, Mario, da ist ja ein Tennisplatz an Deck des Schiffs. Wie praktisch. Ein Schiffsdeck ist vielleicht nicht der gängigste Ort für einen Tennisplatz, aber wir sind sowas wie Tennisrebellen. Lassen wir es krachen, Kumpel. Beziehungsweise lass du es krachen. Denn Toad schaut ihn nur zu. Gut. Mastmalheur. Behalte stets den Mast im Auge und besiege den Cooper. Ach ja, hier kann der Tennisball gegen den Mast fliegen und so seine Richtung ändern. Das kann schon ziemlich fies sein, werden wir bestimmt erleben. Okay. Gut, jedenfalls brauchen wir 2 Gewinnsätze. Ich will auf jeden Fall, so gut wie es geht, eben halt hineinkommen in die Partie. Aber, ja, das wird hier schon das bisher deutlich schwerste Match, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil dieser Mast kann wirklich richtig, richtig, richtig nerven. Aber bisher machen wir hier die Punkte wirklich wie am Fließband. Da kann Koopa umherschwören auf dem Feld, wie er will. Bam! So, unser erster Punkt, wenn man so möchte. Wir brauchen 2 Punkte für einen Satz. Und brauchen insgesamt 2 Sätze, um das Spiel zu gewinnen. Ja, ich bin jetzt selber nicht so der Mega-Tennis-Experte, gebe ich offen und ehrlich zu. So, der nächste Megaschlag hier. Aber, ganz ehrlich, wenn Mario dabei ist, kann man sich auch gut und gerne Tennis geben. So, und Koopa hat noch keinen einzigen Punkt bisher hier gemacht. Aber hier konnten wir gerade zumindest mal sehen, wie der Mast tatsächlich die Richtung des Balls verändern kann. Mal zu unserem Gunsten, mal zu dem von Koopa. So, und wir brauchen noch einen einzigen Punkt. Dann haben wir den ersten Satz. Bam! Ja, nicht so schlecht, der Koopa, aber nicht gut genug. Aber macht euch keine Angst, der Schwierigkeitsgrad wird definitiv noch um einiges härter werden. Ich glaube, so viel kann ich mal gut und gerne verraten. So, und ich bin schon mal gespannt, wie dann die Villa ausschaut. Wenn wir denn übergesetzt wurden. Und ich glaube, ihr könnt es auch sein. Weil es wird, ja, schon sehr tricky werden. Gut. Koopa, du bist langweilig. Du hast nichts drauf hier. So. Noch 3-4 Pünktchen und dann haben wir es. Wie gesagt, also
Es wird schon etwas gefährlicher, wenn Koopa aufschlägt. Aber auch nicht gefährlich genug. Da dauert es halt nur 2-3 Schläge mehr, bis wir den Punkt bekommen. Und ich kann auch gleich mal demnächst meinen Spezialmove einsetzen. Aber wir sind voll Energie. Bams. Und, ah, das war jetzt kein guter Schlag, muss ich mal zugeben. Aber jetzt. So, wenn wir jetzt noch einen einzigen Punkt machen, haben wir das Spiel gewonnen. Und Koopa hätte keinen einzigen Punkt gemacht. Das wäre ja ein richtiger Whitewash hier. So, wir haben es geschafft. Ich glaube, das war wohl ein sehr einseitiges Match. 16:0 Punkte. Also hier spricht wirklich so ziemlich alles für uns. Und ein weiterer Level-Up. Und die Gewandtheit nimmt zu. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Also bisher läuft's hier, in unserem Abenteuer. Du hast gewonnen, Hut ab, und ich dachte, ich hätte auf dem Schiff einen klaren Heimvorteil. Also gut, dann setze ich euch über, wie vereinbart. Das ist wirklich sehr lieb, lieber Koopa. Hurra, klasse gemacht, Mario! Gut. Jetzt also über die See. Und das ist dann wohl diese besagte Villa. Und da scheint es Buhus zu geben. Also könnte in der Tat durchaus sehr gruselig werden hier. Und tricky. Aber gut, wir machen uns mal selbst ein Bild davon. Was soll ich mal sagen, gehen wir erstmal hier rechts rum. Und da wären wir auch. Villa der Illusora. Da ist ja die Villa. Was für einen gruseligen Eindruck sie macht. Aber es könnte ein Machtschein darin sein. Hilft also nichts. Nehmen wir sie unter die Lupe. Okay. Oh, hey Schnurrbart-Schorschi und Pilzgesicht. Ihr seid ja mal echt schräge Vögel. Habt ihr einen Termin in unserer illustren Villa der Illusora? Ah, nicht so wirklich. Moment, dieser zu cool zum Rasierer-Typ hier ist doch ein Tennisspieler. Der will doch bestimmt das Ding klauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Den super wichtigen Schatz der Königin? Was für ein Unhold würde denn sowas klauen? Doch nur ein Krimineller. Super wichtig? Das klingt nach dem Machtstein. Die Hüter der Villa der Illusora. Also wir hier erklären euch hiermit zu Feinden. Ihr werdet es noch bereuen, diesen Ort aufgesucht zu haben. Und ihr bleibt jetzt hier, ihr kommt nie wieder raus. Na, wie schmeckt euch das? Feine Aussicht, was? Das klingt unschön. Haha, würde mich interessieren, wie weit die beiden Clowns es schaffen. Als erstes wird unser Kumpel Buhu Schnurrbart Shorshis Tenniskünste prüfen. Und zwar intensiv. Schnurrbart Shorshi macht ja wirklich ernst. Aber wir werden ihn austricksen. Die Trickserei meines Kumpels wird dir gefallen. Haha, ein bisschen Spaß muss doch sein. Für alle Beteiligten. Okay, das klingt wirklich fies. Schändliche Spiegel, schlage möglichst an den Spiegeln vorbei und besiege Buhu. Okay. Das sieht mal wieder wie ein wirklich gefährliches, gemeines Tennismatch aus. Die Spiegel fungieren wirklich nur zu unserem Nachteil. Wenn wir oder Buhu dort reinschlagen, wird der Ball uns zurückgeschlagen. Und das kann ziemlich gemein werden. Aber auch das werden wir hier mit höchster Wahrscheinlichkeit erleben. Bam! Das war ein sehr guter Sternschlag hier.
So, auch hier brauchen wir, wie es aussieht, zwei Gewinnsätze. Also wir gegen Koopa. So, erster Punkt für uns. Also bisher läuft es hier wirklich bei uns. Also war es durchaus eine richtige Entscheidung, bisher noch nicht zu trainieren. Weil es noch nicht notwendig ist. Aber diese Villa wird noch so ihre Probleme bereiten. So, noch zwei Punkte. Dann ist der erste Satz unser. Und bisher haben wir tatsächlich diese Spiegel gut umgangen. Und ich glaube, Buhu wünscht sich gerade, uns niemals herausgefordert zu haben. Und die Spiegel wohl genauso. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Da habt ihr es gerade gesehen. Es kann schon fies sein, aber darauf haben wir uns eingestellt und haben uns somit den ersten Satz gesichert. Noch ein Satz. Und dann wird Buhu endgültig weinen. Auch wenn er immer so ein Lächeln aufgesetzt hat. Ich glaube, Buhu kann auch gar nicht ernst gucken. Gut. Noch zwei Pünktchen. Und dann ist das Spiel so gut wie gegessen. Ich weiß, was sollte ich niemals sagen. Immer wenn ich so selbstsicher werde, dann geht immer, aber auch wirklich immer irgendwas schief. Es ist wirklich wie verhext. Und verhext passt hier in der Villa auch ziemlich gut. Ja, der erste halbwegs gute Ballwechsel hier mal, aber dem setzen wir auf jeden Fall ein Ende. Bams. Ah, sehr gut. Wir könnten auch seinen Schläger zerstören und somit so ein K.O. erzwingen, aber das möchte ich gerade eigentlich gar nicht. Ich will das Spiel hier auf altbewährte Art zu Ende bringen. Bams. So. Jetzt noch ein Punkt. Dann ist das Match besiegelt. Und wir hätten wieder keinen einzigen Punkt verloren. Und tatsächlich, Spielsatz und Sieg. Für uns. Und hier sehen wir schwarz auf weiß. 16 erzielte Punkte, 0 für Buhu. Und nicht nur das. Sehr, sehr gut. Wir erreichen sogar den nächsten Level ab. Lauftempo erhöht sich aufs Neue. Und damit können wir sehr zufrieden sein. Das darf nicht wahr sein. Schnurrbart Shoshi gibt aber auch wirklich nie auf. Der Kerl ist sicher kein Tennisanfänger, aber bilde dir ja nicht so viel darauf ein, Schnurrbart Shoshi. Ein einziges Match zu gewinnen beweist gar nichts. Der wahre Horror der Villa der Illusoria liegt noch vor dir. Und du wirst schon bald wissen, wovon ich rede. Ja, das klingt nach einer Herausforderung. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Beim Mario Tennis Aces, Aces in der Villa der Illusoria. Und bis dahin, macht es gut. Und haut rein.